Moin, moin, diesmal von mir. Diese Woche komme ich tatsächlich gar nicht hinterher, hier Videos zu posten, weil alles so rasant geht. Wie immer gibt es erst den Zeitraffer und den Wochenrückblick. Diesmal habe ich das aufgeteilt auf zwei Videos. In diesem Video geht es um die Mauern, die Klinker und die Erdgeschossdecke. Hier werden noch ein paar Restarbeiten ausgeführt, bevor der Schwerlasttransport kommt. Und der Kran, den ihr hier jetzt seht, hebt die Puzzleteile für die Erdgeschossdecke auf. Also die Schalung wird hier gemacht. Das zeige ich euch auch gleich nochmal von oben. Und dann wird schön vorbereitet, damit auch alles gegossen werden kann. Im letzten Moment wurde dann auch nochmal umgeschwenkt auf schnellbindenden Beton, damit es zu keinen weiteren Verzögerungen beim Richtfest kommt. Und wie ihr hier seht, das ist der kurze Akt des Betongießens, also die Erdgeschossdecke ist jetzt gegossen. Ihr seht, die fleißigen ukrainischen Maurer machen weiter. Die messen auch wirklich jeden Stein in drei Richtungen, dass er in der Waage steht. Also ich glaube, wir können uns gut drauf verlassen, dass das alles hinterher seine Richtigkeit hat. Und ich hatte es euch ja gerade schon versprochen, wir schauen nochmal von oben, wie diese Bauteile auf die Decke gesetzt werden. Acht sind es, glaube ich, an der Zahl. Und das, was hier geflogen kommt, ist dasjenige, was an die Treppe zum Obergeschoss anschließen wird. Der Weg ist weit, kann wunderbar in die Nachbarschaft schauen, hat noch einen herrlichen unverbauten Panoramablick. Das wird sich innerhalb eines Tages ändern, wenn nämlich der Dachstuhl drauf kommt. Dafür lade ich ein gesondertes Video hoch. In diesem Video geht es aber, wie gesagt, um das Puzzlestück Erdgeschossdecke und die Maurerarbeiten sowie die Klinker. Was wir uns übrigens vor Errichten des Dachstuhls noch Schlaues überlegt haben, erfahrt ihr gleich. Wir schauen uns jetzt noch mal kurz an, wie dieses Teil zu Ende verlegt wird. Hier sind auch gut die gelben Stützen zu sehen. Das heißt, das ist Verstärkung, die muss 2 Wochen stehen bleiben, bis die Decke wirklich, wirklich ausgehärtet ist. Denn obendrauf kommt ja noch mal sehr, sehr viel Gewicht. Nicht nur der Dachstuhl, sondern natürlich auch die Mauern an den Giebelseiten. Die Innenwände im Obergeschoss sind bei Fibrok standardmäßig Trockenbauwände, das heißt, da wird nicht mehr so viel gemauert. Dennoch hatte der Kran ja auch schon ein paar Steine noch hochgehoben und an den langen Seiten werden die Zimmerleute dann eben Holz verkleiden. Bevor der Beton kommt, sieht das Ganze dann so fertig aus. Das, was ihr hier seht, ist übrigens nicht der Auslass für die Treppe, sondern unser Luftraum über der Küche. Darauf freue ich mich schon sehr. So, und dann hatte ich euch ja gerade gesagt, wir haben uns noch was Cleveres überlegt. Dieses schwarze Paket ist nämlich angeflogen gekommen und gehört nicht zu Fibrocks Baumaterialien. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im nächsten Video. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie die Isolierung der Wand aufgebaut ist. Das heißt, wir haben hier Ytong-Mauersteine, die werden hochgemauert. Und wenn man dann von oben reinguckt, sieht man, eingemauert werden so Metallstifte. Und bevor dann Klinker hochgemauert werden, kommt eine fette Schicht Dämmmaterial. Die wird dann von diesen Stiften anscheinend in Position gehalten. Das ist unser Klinker. Das ist Rüben. Rüben wird standardmäßig bei Fibrok verbaut und unsere heißt Geestbrand 611. Den zeige ich euch gleich nochmal, nachdem wir uns angeguckt haben, wie der erste Meter Verblender in die Höhe wächst. Was man in dem Zustand noch nicht erahnen kann, ihr seht es auch hier, ist, wie das Haus am Ende wirkt, denn die dunklen Fugen bleiben nicht so. Ich wollte euch auch nochmal das Ziermauerwerk zeigen. Wir haben uns gegen Putzflächen zwischen den Fenstern Richtung Terrasse entschieden und für diese versetzten Steine, wie gerade in der Seitenaufnahme, eigentlich sehr gut zu erkennen. Zum Abschluss noch eine kleine Vorschau, wie das Ganze mit heller Fuge aussieht. Und damit sind wir auch schon am Ende. Wer neugierig ist auf den Dachstuhl und das Richtfest, der schaut sich gern das nächste Video noch an. Zum Schluss vergesst den Daumen nach oben nicht, schaut auf unserem Blog und unserem Kanal vorbei und abonniert fleißig.